Karlsruhe gegen Dortmund. Sie erinnern sich noch, Tabellenplatz 6, da ist noch was drin. Wenn die Karlsruher heute gewinnen, dann haben sie es geschafft. Voraussetzung natürlich, Leverkusen macht nächsten Samstag alles klar. Der Gegner heute Dortmund, auf einmal ist sie ja wieder da, die alte Leichtigkeit des Fußballseins nach den Siegen gegen München und Wattenscheid. Und dazu heute noch die Einweihung des neuen Wildparkstadions. Erich Laser berichtet. Sie war nicht vom Himmel gefallen, 2,5 Jahre lang hatten sie dran gebaut, aber der Schlüssel für die neue Tribüne im Wildpark, der kam von oben. Oberbürgermeister Seiler gab ihn an KSC-Präsident Schmieder. 45 Millionen Mark hat das gute Stück gekostet. Borussia Dortmund mit Lusch und Burschner von Beginn an. Und der ganz in Weiß spielende KSC mit Reich, mit Druck und mit Einsatz. Karl gegen Libero Blauer, Sergej Kirjakov, zweite Spielminute. Pfosten 1 und Tor. Zum Badener des Jahres hatten sie ihn vor dem Spiel gekürt, Sergej Kirjakov. Der lange Schulz läuft hinterher, aber der Russe erzielt sein 11. Saisontor hier gegen Stefan Klose. Und das bereits in der zweiten Spielminute. Es gibt halt badische und unsympathische. Der KSC powerte weiter. Wieder ein Fehler in der Dortmunder Abwehr. Kirjakov gegen Schulz. Der große Probleme hatte der Lange. Später stellte Ottmar Hitzfeld dann Bodo Schmidt gegen Kirjakov. Aber hier lässt er nochmal Schulz alt aussehen. Dann sieht er Wolfgang Rolf. 13. Minute. 2:0 durch den 32-jährigen Wolfgang Rolf. Nie war er so wertvoll wie heute. Sergej Kirjakov diesmal nicht als Vollstrecker, sondern als Vorbereiter. Er stolpert sich an Schulz vorbei, dann sieht er Wolfgang Rolf und der 32-Jährige hält den Fuß hin. Das 8. Saisontor für Rolf. Jubel aller Orten auch beim Roten Kreuz. Apropos Rot, Rot und Gelb gab es heute reichlich. Es wurde nämlich hektisch. Die Borussia ohne großen Ehrgeiz in der Abwehr, aber mit viel Engagement, manchmal zu viel. Und der KSC hielt dagegen. Schiri Markus Merk zeigte viermal Gelb und hier Rot gegen Frank Mill. Halt die Schnauze, Merk, du Depp, sagt der Schiedsrichter, soll Mill gesagt haben. Der BVB jetzt also noch 70 Minuten mit 10 Spielern. Und dann Kirjakov gegen Klos. Der Pfiff des Schiedsrichters deutlich hörbar. Und da will er wegen Unsportlichkeit dem Russen Gelb zeigen. Da kommt Eberhard Karl, fasst den Schiedsrichter an. Das macht man nicht und also sieht er Rot, der Karl. Und Kirjakov natürlich trotzdem die gelbe Karte. Die erste rote Karte in der Bundesliga-Laufbahn des Eberhard Karl. Markus Merk, der pfeifende Zahnarzt aus Kaiserslautern, heute als Kartenkünstler. Jetzt also 10 gegen 10 auf dem Platz und dadurch natürlich mehr Raum für die Spieler. Beispielsweise für Matthias Sammer kurz vor der Pause. Oliver Kahn und die Latte. Halbzeitbilanz, 6-mal gelb, 2-mal rot, 2 Tore, heißes Spiel, 35.000 Zuschauer. Beim BVB kam jetzt Sippel, auch Dortmunds Karl, der Steffen blieb draußen, nun hatten Karls also Ruhe. Beim KSC Peter Neustädter für Klinge gekommen, zuerst noch nicht so ganz wach, aber dann doch mit Überblick. Da sieht er Burkhard Reich und er macht das 3:0. Kirjakov oben auf, Reich der Torschütze und Winning Winnie fand's wunderbar. Zweite Treffer für den langen Karlsruher Abwehrspieler in dieser Saison. 3:0, das Spiel war jetzt natürlich entschieden. Der KSC marschierte Richtung UEFA-Pokal. Aber es war ja noch reichlich Zeit, um vielleicht das eine oder andere Tor zu erzielen. Zum Beispiel Jens Nowotny, der Libero der Karlsruher. Solo übers halbe Feld. Und dann hat er nur noch Stefan Klos vor sich. Aber von hinten kommt das lange Bein von Michael Schulz. Jens Nowotny ohne Torerfolg. Auf der anderen Seite die Dortmunder mit dem Versuch, den Ehrentreffer zu erzielen. Thomas Frank für Rummenigge gekommen, sieht Matthias Sammer und er hat noch Kahn vor sich und er rettet. Endstand 3:0. Jörg Schlockermann mit der Frage nach Wolfgang Rolfs Befinden. Müde, aber glücklich. Wir haben, glaube ich, eine super Saison gespielt. Sechsten Platz, wir sind zwar noch nicht da, wo wir hin wollten, zum UEFA-Cup-Platz. Deswegen müssen wir jetzt abwarten, wie Leverkusen am nächsten Wochenende spielt. Aber ich glaube, die Mannschaft hat eine super Saison gespielt und wir können mit dem, was wir bis jetzt erreicht haben, zufrieden sein. Jetzt drücken sie auf jeden Fall in Karlsruhe den Leverkusen an dem Pokalendspiel die Daumen. Und heute wird natürlich gefeiert. Ja, Happening im Wildparkstadion.
Glückwunsch auch hier aus Hamburg. Es ist übrigens die beste Platzierung des KSC in ihrer 99-jährigen Vereinsgeschichte. Und endlich klappt es, das, was Winnie Schäfer so lange vorbereitet hat. 7 Jahre ist er jetzt bereits Trainer beim Karlsruher Sportclub.